das Ahlener Rathaus steht schon in ganz besonderer Weise für unsere Stadt Ahl. Es ist anknüpfend an unsere historische Innenstadt, ist aber auch eine Intervention und zeigt, dass man in den 70er Jahren Mut hatte, dass man einen großen Wurf gewagt hat. Davon profitieren wir heute noch. Wir können die ganze Stadtverwaltung hier in einem Gebäude organisieren. Und es macht auch Mut für die Zukunft, dass man optimistisch nach vorne schaut und weiter auf Dynamik und Wachstum in der Stadt setzt. Naja, als Oberbürgermeister hat man auch die Aufgabe, den Überblick zu bewahren. Zumindest sollte man es versuchen. Und es gelingt natürlich hier auf der Dachterrasse mit dem schönen Blick auf die Stadt recht gut. Ahlen ist eine große Stadt. Wir sind die sechstgrößte Stadt in Baden-Württemberg, was die Fläche angeht. Und da ist es natürlich wichtig, dass man die ganze Stadt im Blick hat, auch mal in die Weite schaut. Und das kann man hier oben wirklich sehr gut. Und man mag auch einfach nur durchschnaufen. Das ist schon ein ambivalentes Verhältnis. Auch in den 70er Jahren hat man den Entwurf und die Architektur intensiv diskutiert. Es ist auch in gewisser Weise im Verhältnis zur Altstadt auch immer noch polarisierend. Das ist ein Gegenentwurf, es ist nicht kleinteilig, sondern groß und kräftig und zeigt sich und geht in die Höhe. Insofern drückt es aber auch aus, dass Ahlen sich das zutraut, so einen Konflikt auch auszuhalten, dass man es auch ausdiskutiert und es steht auch für das selbstbewusste Bürgertum in unserer Stadt. Es passt also doch in gewisser Weise sehr gut in unsere Stadt.